So, ich bin's wieder, euer MC Midnight, und heute dabei ist der Kasse Marcel, und wir machen gerade die zweite Aufgabe für die Herausforderungswoche 5, und die Aufgabe ist es, einen Flummi 15 Mal hin und her prallen zu lassen mit nur einem Wurf. Da baut ihr euch am besten hier so eine kleine Schachtel, hätte ich jetzt meiner gesagt, und dann kann es auch schon losgehen. Ihr werft einfach den Flummi hier so gegen und der prallt dann halt natürlich immer wieder ab. Bis er dann halt zum Stehen kommt. Bis er, genau, zum Stehen kommt. Und das waren jetzt 23 Mal. Also ihr müsst nur 15 Mal. Also an sich ist es recht einfach hier, das die ganze Zeit so abprallen zu lassen. So geht es, glaube ich, sogar noch einfacher, wenn ihr das so hin und her werft. Und das war jetzt zum Beispiel 33 Mal. Also locker, easy. Also einfach so einen kleinen Kasten einbauen. Und so, einfach mal den Flummi werfen. Geht recht einfach. Ja, das war's auch schon wieder. Wir sehen uns natürlich später nochmal zu einem Livestream. Da zeige ich euch die ganzen anderen Herausforderungen von der Woche 5. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch und viel Glück. Bis dann.